Hi und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Let's Show und Update aus Taberia. Ich bin der Alpha und heute wollen wir mal schauen, was aus dem Tilmarer Land geworden ist. Gehen wir mal los. Erstmal kurz die Rüstung wieder anziehen. Also, Tilmarer Land, ihr erinnert euch vielleicht aus dem letzten Let's Show und Update, das ist ja schon eine Zeit lang her, sind unsere neuen Bauernschaften. Da drüben waren wir damals. Und jetzt gehen wir einfach mal in diese Richtung, oder? Kurz überlegen. Da drüben ist Panhals Heim. Schreiben. Ein Steinkreis zu Ehren unseres Naturgottes Panhal. Und wir gehen aber hier lang. Und zwar haben wir hier diesen kleinen Weg angelegt. Und hier geht es zu unserem neuen Turnierplatz und den Stonehill-Ruinen. Der Stonehill, zur Erklärung, ist eine Burgruine ungefähr in der Richtung. Laut der Geschichte, die wir uns für Taberia überlegt haben, war Stonehill ein Königreich, was hier früher existierte, als die überlebenden Hadrialer hierhin übersiedelten. Und sie wurden von dem Stonehill-Königreich ziemlich unterdrückt und irgendwann haben sie das halt besiegt, haben die den letzten König abgesetzt und hier unsere kleine Demokratie eingerichtet. Und naja, dabei wurde halt Stonehill und seine Gebäude zerstört. Und hier haben wir ein Überbleibsel eingerichtet, die alte Königsstraße, die praktisch eine alte Pracht- und Paradestraße war für zeremonielle Zwecke. Und die haben wir praktisch am Rand des Tilmarer Lands platziert. Hier mit einem alten Turm, der noch in seinen Grundmauern steht. Ein bisschen Holz ist auch noch übrig. Halt alles ziemlich zerschossen und abgetragen. Hier wurden praktisch die Befestigungsanlagen geschliffen. Ja, und hier geht es zu unserem neuen Turnierplatz. Vom Hintergrund her soll er praktisch an einer alten Königsstatue vom letzten König eingerichtet worden sein. Und hier haben damals der Manuel Gu und ich eine Menge Arbeit reingesteckt. So, ich glaube, 6-7 Stunden haben wir das Ganze vom Vorbau-Server her übertragen. Die Tribünen. Und hier sollen dann vielleicht unsere kleinen Ritterkämpfe stattfinden, wenn wieder das PvP-Plugin funktioniert. Als wir den Platz gebaut haben, war das Plugin noch drauf, hat aber schon damals für unwahrscheinlich viele Einlog-Probleme gesorgt. Deswegen wurde es mittlerweile abgeschaltet, aber laut den Admins vom Herrschertreffen Ende September wird es demnächst wieder auf den Server kommen und dann können wir auch hier uns wieder bekämpfen. In sportlichen Wettbewerb natürlich nur. Ja, unser Highlight hier ist natürlich die Statue, die stellt den letzten König dar. Und ganz edel, die Krone auch mit Juwelen besetzt, hält er das Schwert und überwacht die Kämpfe praktisch. Das Ganze wird mit den neuen Lampen von unten beleuchtet, indirekt, sodass wir hier auch nachts schön durchkämpfen können. Ja, und alles im Hintergrund mit den wunderbaren Winnibergen, die dort aufragen. Mein Computer braucht ein bisschen, um sie darzustellen, weil sie einfach viel zu riesig und viel zu hoch sind. Ja, und das hier wollte ich euch mal zeigen. Das ist im Tilmarer Land oder am Rand des Tilmarer Landes wieder so ein kleines optisches und RP-mäßiges Highlight, weil hier werden dann auch demnächst ein paar mehr Ruinen noch entstehen. Wo dann praktisch die Geschichte von Taberia sozusagen rückwirkend erzählt werden kann. Ja, also von daher, vielleicht werden wir auch mal ein Video machen von einem kleinen Wettkampf dort. Es gibt da so ein paar Ideen, was man dort machen kann, vom klassischen Turnierkampf bis hin zu kleinen Bauwettbewerben oder so. Da müssen wir mal schauen, was davon umgesetzt wird. Ich laufe mit euch jetzt noch schnell mal zu dem Hain von Panhal. Ein Steinkreis, das war das erste Glaubensgebäude sozusagen oder Kultstätte, die auf Tyrene von einem User gebaut wurde. Oder von uns Usern so. Entworfen als offener Steinkreis.
mit Panhals-Statue in der Mitte. Passt sich auch wunderbar zu diesen Ruinen von Stonehill an. Könnte also vielleicht früher auch dort eine Rolle gespielt haben. Hup, da war ein Creeper, wie frech. Ja. Und ansonsten in Tilmarer Land wurden halt noch ein wenig an den Feldern gearbeitet, aber es hatte halt schon so ziemlich seine Grundgröße erreicht, die wir haben wollten. Es wurden noch ein wenig die Wege verbessert. Der Malzahar hat sich hier sein erstes Wohnhaus gebaut. Das kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht aus dem alten Let's Show. Ein schönes, was größeres Wohnhaus. Er hat hier auch eine kleine Bahnanbindung, die führt zur Festung. Von da aus konnte er schnell in die Stadt kommen. Und ja, so ist er nicht ganz so ab vom Schuss. Aber ich glaube, mittlerweile hat er auch schon, er hat ja schon einmal Haus des Monats gewonnen im August. Und mit seinem neuen Wohnhaus in der Innenstadt. Aber ich sag mal, hier hat es so seinen Anfang genommen. Da kann man schon sehen, wie schön er bauen kann. Und dann nachher verdient Haus des Monats gewonnen mit dem anderen Exponat. Da müsst ihr nur auf dem Adrundal bzw. auf dem Let's Rock Minecraft YouTube-Kanal gucken. Dort ist das Video zu sehen. Und ja, hier würde ich dann auch mit diesem kleinen Let's Show Update schließen. Das war's aus dem Tilmarer Land, was sich hier getan hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiedersehen!